In diesem Video blicken wir einer bitteren Realität entgegen. Sollte der Spinosaurus nicht in Jurassic World auftauchen, muss ich im Dino-Kostüm live in den Livestream zum Moviepilot zum Thema Jurassic World. So ein bisschen dumme Werbung mal so am Rande, aber am 16. Juni, also Juno 2022, bin ich live in Berlin zum Jurassic World 3 Talk bei Moviepilot zusammen mit Yves und Sebastian vom Filmstarts. Aber darum geht's eigentlich gar nicht in dem Video. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wird Rexy in Jurassic World 3 sterben? Ich sag euch von vornherein, ich rechne damit. Warum das so ist, erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nicht mehr lange, dann können wir endlich Jurassic World 3 und damit The Great Conclusion of the Jurassic Saga im Kino betrachten. Der Film startet am 8. Juni in den deutschen Kinos und soll das, naja, vorerst große Finale der gesamten Reihe abgeben. Zu dem Thema, das The Great Conclusion, das große Finale, habe ich jetzt schon oft genug was dazu gesagt. Ich habe dir hier oben ein Video verlinkt, wo ich darüber rede, wie es wahrscheinlich weitergehen könnte und was uns der Regisseur bisher verraten hat. Ich habe mir aber überlegt, was, wenn wir wirklich eine Great Conclusion bekommen. Also zumindest soll ja laut Aussagen der Produzenten und eben des Regisseurs die Geschichte von Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm und Owen Grady und Claire Dearing hiermit abgeschlossen sein. Das, was mit Jurassic Park 1 begonnen hat, soll jetzt mit Jurassic World 3 enden. Ich schätze mal, dass wir auch aus diesem Grund Louis Dutchson als Bösewicht wiederbekommen, weil er ja auch quasi eine der ersten Personen war, die wir kennengelernt haben. Und dann würde das ganze Bild noch runder machen, wenn wir dann erfahren, okay, wir haben den Kerl zwar die ganze Zeit nicht gesehen, aber er hat schon immer seine Fäden im Hintergrund gehabt. Ich gehe außerdem sehr stark davon aus, dass nicht nur Dr. Henry Wu eine Art Heldentod sterben wird. Wir sehen ja schon, wie er im Trailer seine Taten mehr oder weniger bereut. Und man könnte den Tod aus dem Buch übernehmen. Dazu komme ich aber noch in meiner Buchbesprechung. Die kannst du auch nachholen. Da habe ich dir mal in der Beschreibung ein paar Links reingesetzt. Des Weiteren glaube ich aber auch ganz stark, dass wir Rexy verlieren werden. Und ich weiß, das wollen viele nicht hören, wenn man sich jetzt wieder denkt, oh nee, jetzt verliert er nochmal einen Kampf. Vielleicht gegen den Spinosaurus verloren. Gegen den Giganotosaurus hat er verloren, gegen den Indominus Rex hat er keine Chance gehabt oder eben sie. Das sind so Argumente, die ich öfter mal höre, wenn ich mit Freunden darüber spreche und halt, das stimmt aber alles gar nicht. Rexy hat nie gegen den Spinosaurus gekämpft, das war ein anderer T-Rex. Die Sache mit dem Indominus Rex fand ich sogar gar nicht mal so verkehrt, dass er den Kampf nicht ohne Hilfe gewonnen hätte, weil Rexy ist nun mal auch schon wesentlich älter. Die gute Stute wurde 1990 geschlüpft oder ist geschlüpft, sie wurde geschlüpft. Die gute Stute ist 1990 geschlüpft und hat jetzt also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Inzwischen ist es ja eigentlich schon so gut wie bestätigt, dass Rexy auf den Giganotosaurus treffen wird und dass es da einen Kampf geben wird. Ich für meinen Teil hoffe, dass Rexy den Kampf gewinnt. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, weil die ist ja schon so alt und was da alles rumgejammert wird, ich will einfach, dass die gewinnt und am besten noch ohne Hilfe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Film damit endet, dass wir sehen, wie Rexy dann stirbt und das auch noch Auge in Auge mit Dr. Alan Grant. Jurassic World macht sich nicht allzu viel aus Realismus. Ich weiß, jetzt sagen viele, bei Jurassic Park gab es aber auch schon Fehler. Ja, Jurassic Park hat dann noch versucht, realistisch aufzutreten. Jurassic World geht sehr stark ins Filmische. Was funktioniert filmisch? Nur mal als Beispiel, in Jurassic World 2, The Fallen Kingdom, sehen wir, wie der T-Rex, während der Vulkan hinter ihm ausbricht, sich noch kurz ein Battle mit dem Carnotaurus liefert, nur um dann episch in die Kamera zu brüllen, damit wir diesen supergeilen Shot haben, den, glaube ich, jeder zweite Jurassic Park-Fan als Screenshot, als Hintergrundbild auf dem Rechner hat. Das funktioniert im filmischen Sinne verdammt gut. Und ich würde mal bezweifeln, dass sie dieses Prinzip jetzt in Jurassic World 3 komplett über den Haufen werfen. Jurassic Park hat einfach mit dem T-Rex angefangen. Der T-Rex ist mitunter der bekannteste und beliebteste Dinosaurier. Das Design vom Tyrannosaurus Rex, was wir in Jurassic Park haben, machten die nahezu jeder andere Film nach. Das heißt, wir können ganz klar sagen, ja, Jurassic Park, diese gesamte Reihe, hat mit dem T-Rex begonnen. Noch dazu war er der erste Dinosaurier, den wir richtig in Aktion gesehen haben. Wir hatten kurz vorher noch einen Triceratops, aber er war der erste Saurier, den wir wirklich so pompös haben auftreten lassen. Es würde also dramaturgisch sehr viel Sinn machen und auch bei uns als Zuschauer einen fiesen Effekt hinterlassen, wenn Rexy den Kampf gegen den Giganotosaurus gewinnt und dann aber anhand der schweren Verletzung ihr Leben lässt. Wenn ich jetzt gerade so darüber spreche, könnte man das Ganze doch sogar noch wesentlich nostalgischer, wesentlich emotionaler rüberbringen. Wir haben ja gesehen, wie Rexy in Jurassic Park 1 die Gruppe von Menschen, also Dr. Ellie Sattler, Alan Grant und Lex, vor den Velociraptoren gerettet hat. Vielleicht dreht man auch jetzt einfach den Spieß um. Rexy schafft es nicht, im Kampf gegen den Giganotosaurus anzukommen und sie ist nahe dran, von ihm umgebracht zu werden. Plötzlich tauchen aber unsere Helden auf, Ian Malcolm, den wir im Trailer sehen, wie er dem Giganotosaurus entgegenstellt mit diesem brennenden Käfer an dem Stock, wo er dann so
versucht, den Giganotosaurus abzulenken. Das wäre doch eigentlich der perfekte Kontrast, wenn das genauso ablaufen würde. In Jurassic Park 1 hat der T-Rex unsere Helden vor den Raptoren gerettet. In Jurassic World 3 retten unsere Helden Rexy vor dem Giganotosaurus und trotzdem stirbt sie dann anhand ihrer Verletzung. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das so oder so ähnlich ablaufen könnte. Es würde dramaturgisch und eben filmisch einfach jedem Fan so den Finger in die Wunde reindrücken. Man will natürlich auch mit dem großen Finale, mit dem Great Conclusion, möchte man eine bestimmte Wirkung erzeugen. Wenn du mein Spoiler-Video gesehen hast zu der Aussage des Regisseurs, dann weißt du, worauf ich jetzt hinaus will. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast und auch nicht sehen willst, ich sage von vornherein, das ist kein großer Spoiler. Ich sage aber ab jetzt, ich wiederhole nochmal, was der Regisseur gesagt hat. Es ging nämlich darum, wie das Ganze weitergehen sollte oder wie das Ganze weitergehen könnte. Der Regisseur hat daraufhin gesagt, wir leben jetzt in einer Welt mit Dinosauriern zusammen. Das ermöglicht uns natürlich eine ganze Palette an neuen Geschichten. Das heißt, nach Jurassic World 3 wird es auf irgendeine Art und Weise weitergehen, nur eben nicht mehr mit diesen Charakteren, die wir bisher haben. Das heißt, die Dinosaurier werden nicht aussterben. Da haben wir schon mal keine Dramatik mit drin. Auch wir Menschen werden nicht komplett aussterben. Dazu ist auch die ganze Reihe viel zu familienfreundlich geworden. Das wird nicht passieren. Aber irgendeine Art von Dramatik brauchen wir natürlich im Film. Ich habe auch kurz überlegt, ob Dr. Ian Malcolm sterben könnte, weil Ian Malcolm sollte ursprünglich in den Büchern sterben. Michael Crichton hat sich dann erst, als er angefangen hat, das zweite Buch zu schreiben, überlegt, wen er als Protagonist nehmen könnte. Und da hat er sich eben gedacht, okay, holen wir Dr. Ian Malcolm doch wieder zurück. Ursprünglich sollte er nach dem Unfall aus Jurassic Park 1 eigentlich tot sein. Da habe ich so ein paar Han Solo-Vibes bekommen. Okay, Harrison Ford wollte auch, dass Han Solo schon längst stirbt. Das hat man dann irgendwann umgesetzt. Aber es wäre kein wirklich dramatischer Tod, wenn Dr. Ian Malcolm einfach von dem riesen Giganotosaurus gefressen worden wäre. Eine Szene, die man aber sehr schön in die Länge ziehen könnte und auch sehr viel Dramaturgie einbauen könnte, wäre einfach der Kampf Tyrannosaurus Rex gegen Giganotosaurus. Rexy schafft den Kampf aber nicht. Die Helden helfen irgendwie mit irgendwelchen Ablenkungsmanövern oder keine Ahnung. Rexy schafft es dann, den Giganotosaurus zu töten und er leidet dann aber selber an den Verletzungen. Und man sieht nur noch, wie sich das Auge langsam schließt. Und in dem Auge sieht man gespiegelt einfach nur den Originalcast, wie sie Rexy in die Augen gucken. Irgendwie bekomme ich da Gänsehaut bei so einer Idee. Für mich wäre das einfach ein dramatischer Abschluss, der sich aber unfassbar rund anfühlen würde. Geht's dabei nur mir so? Schreibt mir das mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Wäre das cool, jetzt einfach mal eine Spiegelsituation zu bekommen zu dem, was wir in Jurassic Park 1 hatten. Diesmal rettet nicht der T-Rex die Menschen vor den Raptoren, diesmal helfen die Menschen dem Rex im Kampf gegen den Giganotosaurus. So könnte ich mir das zumindest vorstellen, dass wir so eine Great Conclusion hätten. Wir haben mit dem T-Rex begonnen, wir enden mit dem T-Rex, wir haben mit Louis Dutchton als Antagonisten begonnen, wir enden mit Louis Dutchton als Antagonisten. Starten wir die Diskussion in den Kommentaren, schreibt mir mal rein, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.